Und damit willkommen zurück. Let's play World of Goo mit dem bösen Chaos Joker, der wahrscheinlich mit diesem Level schon fertig wäre. Wären da nicht diese behinderten Zeitkäfer gewesen, die mir mein Vorhaben extrem erschwert haben, hier runterzukommen. Ich habe eigentlich so eine Idee. Ich glaube, ich brauche eigentlich nur einen grünen. Das müsste eigentlich ausreichen. Dann machen wir das jetzt so. Fällt mir gerade so auf. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das schön lang wird hier. Weil ich kann ja die Grünen detachen. Das geht ja. Und ich habe Kopfschmerzen. Das ist nicht so schön. Ja. So. Ja, das sieht so aus, als könnte das wirken. Ich hoffe einfach, dass es wirkt. Ansonsten wäre ich auch hier ziemlich ratlos, was ich machen könnte. So. Aber jetzt fackelt schon an, ey. Also wie ich das sehe, muss ich wahrscheinlich ganz nach hier unten. Nope. Es will nicht bis ganz nach unten. Das ist dumm. Dumm. Verflucht, wie soll ich das Ding denn aktivieren? Hier dran kann bauen kann ich ja auch nichts. Ist ja auch blöd. Hä? Oh Leute, ich hab jetzt gerade aktuell so überhaupt keine Idee, wie ich das jetzt machen soll. Ich kann aber auch sonst hier nichts verbinden. Nicht wirklich. Ah, that's pretty shitty. Also, retry. Huch, Entschuldigung, sollte ein Lied werden. Am Text vergessen. Ja, da lobe ich mir Agil, der Let's Play Zombie. Der redet immer so schön triviales Zeug, was so nebenbei ist und wird dabei nebenbei total gebasht und so. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Das ist was ich irgendwie nicht kann. Guck mal, es guckt nach meiner Maus. Das ist doch scheiße. Gott verflucht. Ah, Moment. Moment. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Ahnung. Vielleicht ist es ja möglich, durch wiederholtes Entfernen und Draufstecken von diesem grünen Guss, genau, das Ding so herabzulassen. Das, ja, da scheiße. Scheiße bin ich heute gut. Genau, dann bauen wir so einen Halbkreis und dann... Wenn... Hier, verpisst euch mal, geht mal da hoch. So. Lassen wir das Ding so hernieder. Goddammit, bin ich clever heute. Ich bin... also Leute, ich bin gerade leicht von mir selber erstaunt, dass ich das wieder hingekriegt habe. Und ich habe nicht unterbrochen zwischendurch und mich gespoilert oder so. Ist alles bei my own. Wo ich sagen müsste, bei der Windmühle war schon scheiße, aber hier, das hier wird dann doch hart.
Das wären dann die beiden Hasslevel in dieser Welt, sag ich mal. Also jetzt muss ich wahrscheinlich das Ding erstmal auf die Höhe runterlassen, für wie ich es brauche. Mit den grünen Goose. So. Ich denke, so einer wird es noch tun. Ja. Genau. Dann müsste er jetzt eigentlich so auf der richtigen Höhe hängen, denke ich mal. Ja. Jetzt will ich nur hoffen, dass ich mit den Goose bis da runterkomme. Hier, kommt mal hier runter, ihr feigen Schweine. Ah, es klappt. Es klappt. Oh, well, it worked. It worked. Wo ist jetzt? Yeah, geil. Cool. Nein! Fuck. Behinderte Zeitgeber. God damn it. Ich habe im letzten Part schon so eine Scheiße damit gehabt, ey. Ich wollte auch nur das fucking Schild lesen, was ich ja weggeblastet habe. Das da. Ja, verpiss dich, Zeitkäfer. Ihr geht mal hier rüber. Geht mal weg. Weg, weg, weg mit euch. So. Aha. Super, da sind... Oh, toll. Hier ist... Oh, ja, geil. Ein, zwei Zahnräder und auch noch Stacheln. Yeah, das wird wieder nice. Würde ich mal behaupten. Wie viele Goose müssen wir eigentlich retten? 10 Stück. Oha, das wird hart. Cool wäre jetzt, wenn ich die grünen Goose auch noch alle runterholen könnte. Wisst ihr was, Leute? Das mache ich auch. Ich werde die grünen Goose hier runterholen. Und, ah, nein, nein, nein. Fuck you, fuck. Drecksguh. Aber das ist der Nagel. Ah, Moment. So, jetzt könnt ihr mal ein Handy kommen hier. Moment, da oben ist so ein Nagel. Er hat gesagt, wenn da irgendwas wäre zum Festhalten. Das heißt, muss ich mal gucken, kann ich die? Nee. Kann ich nicht verbinden. Aber vielleicht. Ich die noch zwei Stück weiter runter mache, dann könnte ich die ganze Konstruktion ein Stück anheben, sag ich mal. Ey, verpisst euch mal, ihr geht mal weg da. Weg, weg, weg mit euch. So. So. Ich würde sagen... Ah, nein! Fuck you. Toll. Das wird wahrscheinlich so nicht mehr hinhauen. Obwohl, warte, Moment. Zeitkäfer. Du bleibst hier, Freundchen. Dieses Mal entkommst du mir nicht. Moment, da war da eben noch einer. Oh Mann. So. Hier geblieben. Das sind alle beide runtergefallen, natürlich. Ach Leute, ich habe keinen Bock, den Level zu restarten. Das wäre dumm. Ein Glück, dass ich einen neuen Zeitkäfer bekommen habe. So, runter da mit dir. Boah. Okay, Leute, das wird knüppelhart. Würde ich mal sagen.
Okay, das wird hart. Das wird sogar sehr hart, würde ich mal sagen. Ich versuche jetzt mal was, mal gucken, ob es klappt. So müsste das Ganze eigentlich noch länger werden. In my opinion. Aber ich glaube, das ist schon das höchste der Gefühle hier, würde ich sagen. Ja. Also müsste ich es demnach nur noch schaffen, irgendwie mit der Konstruktion nach oben zu kommen. Ah, mach kein Mist hier. Du Konstruktion. Okay. Hallo. Hier runter mit dir. Ah. Nein. Zurück. 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 Ah, fuck. Aha. Du musst deine Konstruktion auch absichern. Das sind simpelste Statik-Basics. Ja. Ich hab's gerafft. Außerdem, ihr müsst mir ein bisschen Credit geben. Ich bin ja besser geworden. Ein bisschen. Und irgendwie habe ich den Gu weggeworfen. Das ist dumm. Ah. Okay, ich habe noch einen weggeworfen. Das ist noch dümmer. Hier, Freundchen, zurück da. Zurück, zurück, zurück. Ah, sag mal, hört ihr schlecht? Zurück, habe ich gesagt. Das Pissing rutscht immer noch. God damn it. Toll. Komm, jetzt raus schon dagegen. Jo. Super. Es fällt natürlich die ganze Konstruktion darunter. Also kurz und knapp. Fail. Scheiße. 2 Folgen wieder keinen Progress gemacht. Und, fuck. Ja, kratz doch alle ab. Ja, ich beende dann hier mit dem Part und ich würde sagen, wir fangen den nächsten Part an, wenn ich die Versuchsanordnung wieder hergerichtet habe. In diesem Sinne, bis dahin, bye bye.